Ein Zombie. Zwei Zombie. Hast du mal ein Abo? Ja, nee, ist klar. Nimm es, du Dreck. Wie viel brauche ich denn zum Zustoßen? Wo ist die Tüte? Wir werden hier alle verrückt. Hier, kannst mit deinem Schöpfer sprechen. Tut, tut. Die sind da hinten ein bisschen zurückgeblieben. So besonders seid ihr nicht. Habe ich das schon erwähnt? Beim Aufheben weggelesen. Ja, der geht natürlich vorbei. Macht ihr noch Sport? Ihr seid aber früh wach. Napp, ein Keck. Regt mich das auf. Eigentlich ist das gefährlich, so viel Irre zusammen zu verknüpfen. Das hast du dir aber so fein ausgedacht. Ja, Quatsch, nicht Bau. Jetzt hat die Taschen schon wieder voll. Mein Stock hätte ich gern wieder. Der Plan danach aufgeht. Oder zu. Meistens geht er ja zu. Tag 12. Also Tag auch euch. Basis bauen, Basis bauen. Basis bauen, Basis bauen. Nun mach. Die Bäume sind blöd. Da sehe ich nicht, was abgeht. Habe ich die Axt in der Tasche? Natürlich nicht. Achso, der Dietrich. Ah ja, ich wollte ja noch schnell... Ich habe jetzt auch gelevelt, dass ich Schlösser knacken kann. Und jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Jetzt renne ich schnell in die Mine. Um diese eine Schachtel zu öffnen. In der Hoffnung, dass das Rezept da drin ist. Dass sich das jetzt voll gelohnt hat. Wahrscheinlich nicht. Amigone? Was ist ein Amigone? Da war ich noch nicht drin. Bin ich abgelenkt? Ihr seid aber früh wach. 4 Uhr morgens, schon noch in der Arbeit hier. Eieiei, und so laut. Und sein Kollege ist aber... Jetzt seid ihr zu zweit. Warte, Moment. Husch, husch. Trick 17. Trick 18. Trick 19. Und jetzt ihr. Ein Zombie. Zwei Zombie. Eine Blutung. Keine Verbände. Wo ist er hin? Ich keine Verbände? Komm, verarsch mich nicht. Doch, da. Zwei Zombies. Klang jetzt nicht sehr zustimmend, aber ich glaube, ich habe richtig gezählt. Hier stehen auch... Hier stehen Särge. Ich dachte gerade, was ist das denn für ein Witz? Hier, das waren wirklich... Oh, und Särge. Patronen in den Särgen. Das ist mal... Ach, der war noch auf Klo. Der war sauer, dass ich ihn da runtergeholt habe, weil er gerade noch die Hände am Waschen war und... Industrietoilette. Was ist der Unterschied von einer normalen und einer Industrie? Die eine hat einen Plüschsitz, oder? Munition in den Särgen. Was ist mit den Amis los? Oder? Oh, was war das alles? Da raschelt doch noch einer. Was war denn das? Pinsel, okay. Eisenpfeile, auch nicht schlecht. Eisen, das wird ja auch so eine Nummer. Ich liebe es hier zu looten. Was ist das denn? Bonbondose. Interessant, interessant. Das mag mir nicht gefallen, dass der Typ da... Ihm gefällt es auch nicht. Offensichtlich. Dieselben Zombies hier. 3 Zombies. Moment, wir haben ja noch nicht. Da höre ich was hinter mir. Finde ich nicht nett. Ja, der ist angenehm langsam. Und blöd. Und da draußen ist noch einer. Wo soll mal alles recht sein? Es gibt XP. Oh, ein Brenner. Gucken, wie ihn der Stuhl abhält. Ob das was bringt. Macht eine Brücke. Kennt ihr das noch? Macht ihr noch Sport? Die Lampe kann ich nicht mitnehmen. Schade. Ach, das ist die
Kirche hier. Haben wir den Kirchen? Hier wollte ich ja eh rein. Wir haben so also die Munition vergöttert und vergraben. Hältst du gerade? Hast du gerade gebetet? Hier, kannst du mit deinem Schöpfer sprechen, wer immer das ist. Der Typ mit der Schöpfkelle ist das meistens. Bei der Suppe. Nicht lustig? Fand ich schon. Irre komisch. Ein Witzknicker, haben wir früher gesagt. Sagt ihr das noch? Was sagt ihr denn heute? Ein Napp, ein Keck. Ja, ihr habt so Worte. Hatten wir aber früher auch. Macht ja auch nichts. Ist ja normal, wir Menschen benutzen Worte, falls die Jugend das noch nicht gemerkt hat. So besonders seid ihr nicht. Ich kann auch reden. Ich fände jetzt lustig, wenn die Tüte hier aufstehen würde und zu einem entgegenhüpft. Das fände ich mal cool. Aber nur eine. Oder alle. Obwohl, es wäre albern. Aber lustig. Ich fände es tierisch lustig. Ja. Warte mal, kann ich die... Knochenball raus. Schön ist das nicht. Oh. Aha, was ist das denn? Aloe Vera Samen. Oh gut, da können wir anbauen. Das ist wahrscheinlich von außen. Medical Pile, wunderbar. Aber nichts für mich. Jetzt hat die Taschen schon wieder voll. Dabei wollte ich eigentlich nur kurz. Ne? Klassiker. Und geht einmal hier. Oh. Aha. Hunter's Journal. Direkt weglesen. Beim Aufheben weggelesen. Scheiße, ist ganz schön schwer überladen. Und hier ist noch mehr. Ah, hier war... Ach du Scheiße, eine Verbrennungsanlage. Ist schon perfide, wie wir mit Menschen umgehen. Das ist einfach alles... Da merkt man, dass das alles ein Witz ist. Das ist alles... Getue und Gemache. Oh, die Beaker brauchen wir aber. Scheiße ich mal auf die Feder. Obwohl, nee, auf was kann ich denn... verzichten... Lederstiefel? Weiß ich nicht. Die Knochen. Obwohl. Ah, das sind jetzt Entscheidungen. Ja, komm, Federn. Das Wasser könnte ich verzichten. Wasser kann ich jedes Mal wiederholen. Federn sind da wertvoller. Oh je, und hier ist jetzt Antibiotika. Nee, doch nicht. Ölschiefer. Hm. Mach's mir doch nicht so schwer hier. Jetzt will ich den ganzen Kram haben. Ich will das doch alles sammeln. Dann egal. Das und die Farbe will ich auch haben. Hier, verrottetes Fleisch. Wenn jetzt hier noch irgendwas Wertvolles liegt, ne, dann raste ich aus. Da geht's nach oben. Da liegt eine Tasche. Nee, ach so. Nee, ich fänd's cool, wenn die Tüten jetzt aufstehen würden. Da sind ja auch welche drin. Ach so. Oh ja. Ach, Amigone. M.I. Das hast du dir aber so fein ausgedacht. Oh, ich bin richtig... Eieieiei. Mittlerweile richtig stark. Verrottenes Fleisch. Nee, nee, kannst du behalten. Ganz schnell zurück zur Basis und dann zur Mine. Irgendwann. Wo war meine Base? Zum Glück ist erst 7 Uhr. Und wir haben schon ganz viel erledigt. Ganz schön schwer zu tragen. Ich hätte gerne ein Fahrrad, habe ich da schon erwähnt. Habe ich, glaube ich, auch gelevelt. Also der erste Level in Grease Monkey. Im Ölaffe. Nein. Wie übersetzt man das? Wie ist das übersetzt? Schmierfink. Nee, wie übersetzt man Grease Monkey? Ich glaube. Klempner. Schrauber. Nee. Gibt es da einen deutschen Begriff für? Ich glaube nicht. Aber wie nennt man Leute, die gerne schrauben und basteln? Also Autoschrauber. Ja, Schrauber halt. Ölaffen. Grease mag. Nee, Fett. Grease ist ja eigentlich Fett. Fettaffen. Fettige Affen? Die Engländer, ne? Oder die. Die haben lustige Worte. Nicht so wie wir. Alles immer eckig und kantig. Ja, ja. Ich will mich nicht beschweren. Deutsche Sprache ist super. Aber spricht halt kaum jemand. So, weiter die Wilde hat. Das Geraschel des Turrets geht mir. Aber gut, dass das Ding keinen Strom braucht. Ich dachte erst, dass die, ne? Das wäre ja furchtbar. Finde ich fair. So, jetzt schnell in die Mine und dann
können wir wahrscheinlich die Box nicht öffnen, aber egal. Ich dachte gerade, da sitzt ein Geier auf einer Leiche, aber es hat nur einen Müllsack. Okay, was nicht lustig wäre, wenn die Müllsäcke einem entgegenhupfen würden. Mit toten Ratten drin oder so. Obwohl, das wäre richtig lustig. So würde ich das Spiel programmieren, wenn ich das... Naja, also... Vielleicht sollte ich das mal modden. Wäre ich dann weltberühmt. Nein. Ich bin echt der Einzige mit schrägen Gedanken. Deswegen ist das Internet ja so toll. Man erkennt, dass man überhaupt nicht allein ist mit seinem Irrsinn. Eigentlich ist das gefährlich, so viel Irre zusammen zu verknüpfen. Hotel und Morning Lumber? Das ist doch, na, Lumber ist hier Holzverarbeitung. Da will ich jetzt aber nicht rein. Ich wollte... Da gehen wir später rein. Das werden wir alles noch... Da stand ich schon mal vor. Aber ich könnte mal gucken, ob hier eine Tür offen ist. Nee, erstmal schön... Metalworks. In der Metallschmiede war der Hund und die geile Kiste. Nee, was gab's da? Das muss ich mir merken. Da war doch... was Gutes, was ich gefunden hatte. Hab schon wieder vergessen. Ist hier wieder neu was drin? Befüllt ihr das? Nee, okay, habe ich das nicht mitgenommen. Okay. Muss ich den Dietrich... Ach, da habe ich noch Öl vergessen rauszusortieren. Okay. Muss ich die in der Hand haben? Wo ist der Sound hin? Es hatte gerade doch gesirrt, oder? Jetzt ist der Sound... komisch. Ist plötzlich so still. Wie mache ich die auf? Wieso kann ich die nicht aufmachen? Gemeinheit. Ich will die jetzt aufmachen. Muss ich dazu was gelevelt haben. Nee, da ist doch Lockpicking. Hier. Okay, dann ist das aber keine Lock. Tut, tut. Kein Lock, kein Schloss. Aber ich will da ran, 7000, da muss was drin sein. Also, da muss. Aber warum ist das Brummgeräusch weg? Was war denn das für ein Rauschen? Das verwirrt mich voll. Nachhaltig verwirrt. Ich habe jetzt erst 500 weggekloppt. Oh. Egal, ich will da ran. Ist mir egal. Ist mir echt egal jetzt. Ich werde das hier das auch beschleunigen. Ich finde es lustig, dass die Musik jetzt mitklopft. Ach, ich doof. Warte mal. Kommt der hier einfach zu Besuch? Kommentarlos. Da bin ich auch mal still geblieben. Hey! Glaub's ja nicht. Glaub bitte, hackt jetzt hier. Die werden ja alle verrückt. Von wem sie das wohl haben? Von mir nicht. Ich bin nicht verrückt. Fällt gleich der Zeigefinger ab. Aber ich höre jetzt nicht auf, warum? Genau, ich gehe jetzt keine Lust mehr. Ja.
Aber schön, es mal ausgehalten zu haben. Meine Fresse. Oh Gott, keine Eier mehr. Oh, toll. Jetzt habe ich Food Poisoning. Direkt das Stamina runter auf 30. Toll. Dachte, ich bin nicht schlau. Esse ich ein Häppchen, habe ich mehr Stamina? Nee. Ist jetzt das Rezept hier? Greif, Digga, Mod. 15 more Damage against Dirt. Nimm es, du Dreck! Toll. Aber kann ich ja, packe ich an die Schaufel. Lederbrustpanzer, Munition, noch eine Gravedigger-Mod. Junk Turret Nummer 4. Oh, da habe ich schon 3. Das ist natürlich krass. Brauchen wir noch genug Junk. Weiß nicht, ob sich das jetzt so gelohnt hat. Muss schneller graben. 15%. Da geht's so. Bisschen sauer bin ich schon. Ja, ich könnte auch schreien. Ist ja auch nicht. Oh. Ach du Scheiße, sind das viele. Das sind ein paar. Und ich habe jetzt so wenig Stamina, ne? Oh Gott. Ja, warte mal. Das sollten wir anders lösen. Ja, lauf doch noch langsamer beim Nachladen. Ja, ich hab richtig Hunger jetzt. Schneide ich mir auch noch einen blöden Kaktus. Ach, das kann ich jetzt alles gar nicht gebrauchen. Das ist jetzt alles ein bisschen schief gegangen. Warum geht hier mal alles schief? Ja, hier, die gehen ja auch nicht gerade. Sollte mal zum Logopäden. Ne, wie heißen denn den Quatsch? Blödsinn, das sind die, die Sprachtraining machen, aber... Wo macht man Bewegungstraining? Wie heißen die denn noch? Lobo... Nee, Lobotomie ist was anderes. Boah, geh doch noch hubbeliger. Wo geht's nach Hause? Wo geht's nach Hause? Irgendwo hier. Da bei den Bäumen. Affen an der Backe. Ja, guck mal, wie die hin und her läuft. Oh. Oh, und wie ich hin und her laufe. Das ist doch alles nicht mehr feierlich. Mein Stock hätte ich gern wieder. Der gehört mir. Da hinten ist ja auch der Rest der Horde. So. Ist auch fies zu sagen, ne? Die sind da hinten ein bisschen zurückgeblieben. Ah, die sind alle zurückgeblieben. Ich habe nichts gegen Zurückgebliebene. Gehen die mir nicht auf die Nerven? Ich rede von den Zombies. Nein, scheiße, die kommen doch hier hin. Oh, muss mich doch um euch kümmern. Und so reißt ihr mir nachher die Bude ab. Ihr habt mich ja schon längst... Ja, ja. Oh, da hin! Da! Toll, das wäre der perfekte Schuss gewesen. Hatte ich kein Bolzen geladen. Ja, der geht natürlich vorbei. Die gehen auch immer. Die gehen nicht vorbei. Die kommen immer schnurstracks auf mich zu, weil... Wir haben ja nichts anderes zu tun. Warum bist du denn plötzlich so schnell? Das sind alles Bewegungs-Heinis, ey. Hab dich. Ja, sag mal. Hast du noch was zu melden? Kannst du jetzt mal hier Ruhe geben? Hier, gib mir mein Pfeil wieder. Danke. Ja, die hat auch noch einen Pfeil von mir. Ich finde das gut, dass sie ihn alle zurückbringen. Oh, was hat der denn verloren? Das will ich aber haben. Schön, dass ich hier gerade Hunger sterbe. Während ich die Affen an der Backe habe. Hier geht mir sowas von auf den Senkel. Ah! Ja, ja, nee, ist klar. Ruhig halten wäre nett. Kann ich mal ein bisschen Stamina haben? Danke, wie viel brauche ich denn zum Zustoßen? Ja.
Vielen Dank. Wo ist die Tüte? Da. Und da ist ein schönes drin ist. Eine Dose Lachs. Hau uns direkt in den Kopf. Wenn nicht so, dass wir Hunger hätten. Reg mich das auf. War ich so stolz, die Eier zu haben. Machen die einen krank. Ja, jetzt pupse ich die ganze Zeit. Da bleibt der Ex, da läuft der langsamer für. Hab ich da den Haufen hingemacht? War ich das? Ist ja widerlich. Kommt doch diese lustige Musik. Dum, dum. Das Spiel, ne? Gut, ich muss dringend jetzt einen kleinen Bunker bauen für die nächste Nacht. So, die ganzen Basen, die ich mir ausgedacht habe, ist alles noch nicht so, da war ich viel zu beschwingt. Ich sollte klein anfangen, also in Anführungsstrichen, aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und vielleicht kann ich das, was ich gebaut habe, da schon mit einbinden. Werden wir aber sehen. So, und jetzt wird geschaufelt. Mit modifizierter Schaufel, die richtig viel Schaden dem Dreck macht. Obwohl, ich muss gar nicht so viel schaufeln. Aber Steine wollte ich eigentlich sammeln. Eigentlich eine Straße abbauen. Eigentlich, nein. Wir bauen erstmal. Baue ich den Bunker aus Holz? Ich habe so ein bisschen Sorge, dass das nicht so richtig gut ist. Und dann graden wir ab auf Eisen. Ich würde gern direkt aus Stein bauen. Aber so viel Leben und Dings, die Zeit haben wir nicht. Ich werde das riskieren. Ich werde erstmal eine Runde so bauen. Ja, nicht quatschen, bauen. Gucken, was passiert. Und wenn die mich auffressen, habe ich Pech gehabt. Dann habe ich aber hier die Kacke am Dampfen. So, wie machen wir das? Das Ding ist erstmal nichts. Das wird später was. Nee, das erweitern wir zum Graben. Nee, das baue ich das ab. Könnte ich das benutzen? Eigentlich, die könnten ja hier hoch. Dann hätte ich ein Leitsystem. Und dann stehen die mir alle vor der Tür. Will ich das? Will ich das genau so? Ja, da kommen die Grillen schon wieder. Er denkt schon wieder. Naja, ich brauche mal... Das Problem ist, ich habe gerade mehrere Ideen im Kopf. Und jetzt eine vernünftig umzusetzen, ist so eine Sache. Aber da muss ich hinten noch wieder dicht machen. Ich will nicht, dass die von hinten kommen. Wenn ich hier die Tür zumache, sind die Wege ja eigentlich versperrt. Obwohl die Türen mögen. Das ist ja das andere Problem. Liebsten hätte ich, dass die da oben rumgehen. Das wird aber nicht so passieren. Aber ich brauche einseitige Verteidigung. Also, dass die auf einer Seite ja kommen. Dann baue ich hier erstmal so einen Bunker hin. Und dann mache ich hintenrum einen Graben. Und dann mache ich das so, dass die hier fallen. Machen wir so. Oder nee, warte. Ja genau, dann gehen wir hier erstmal was höher. Machen wir es nämlich anders. Ich glaube, man durfte auch nicht irgendwie Leitern haben, weil Leitern ziehen die auch magisch an. Oder ich muss einen Graben ziehen. Nee, ich werde ein Force Field wollte ich ja bauen. Genau, deswegen brauchte ich die Steine und den Graben. Ja, ich erinnere mich. Oh je. Das wird eine Nummer. Ja, Quatsch, nicht Bau. Dann machen wir hier doppelt, falls die dann hier versuchen durchzukommen. Naja, ich glaube, das ist das... Spannende. Ob der Plan danach aufgeht. Oder zu. Meistens geht er ja zu. Ich muss da näher ran. 1, 2, 3, 4. Ich muss eigentlich bis davor. Dass das dann hält, ich weiß noch nicht. Bauen wir da Schrägen drunter. Machen wir das so. Stützen wir das alles komplett ab. Mal gucken.
Also ist das jetzt eine Kombination aus mehreren Ideen, die ich gesehen habe, und ich kreiere gerade etwas völlig Neues, Unprobiertes, also Ungetestetes. Naja, ob das so schlau ist? Meistens nicht. Aber ich mag es, wenn Neues entsteht. Und wir müssen ja an der Erfahrung scheitern dürfen. Na, wenn jetzt Leute sagen, nee, du musst das so und so machen. Ja, weiß ich. Ich habe schon ein paar schöne Sachen gesehen. Aber der Reiz liegt im Neuen. Und auch darin. Was Neues. Ne? Verstehst du? Verstehst du mich? Hörst du mir überhaupt zu? Guckst du überhaupt zu? Hallo, wo sind denn die Leute hin? Ja, ich rede hier mit Luft. YouTube hat so viele Zuschauer, nur bei mir ist kaum einer. Das ist schon, ist das, ich habe gemerkt, die letzten Tage mich das so ein bisschen beschäftigt, dass mich das schon ein bisschen betrübt, dass irgendwie so, ja, wenn dann gar keiner guckt, dann fragt man sich auch, warum mache ich das hier eigentlich? Aber andersrum, es ist er. Kann ich nicht doppelklicken und er macht dann... Nee, musste. Haben sie ein bisschen komisch. So wollte ich das. Ach so, und die steilen, ganz steilen Dinger habe ich hier gar nicht, ne? Die waren nicht bei. Die waren nur bei Steinen. Ja, ja, ja. Gut. Obwohl, die bauen wir auch mal da eben dran. Obwohl, da brauchen wir eigentlich diese hier. Oh, die Force Fields. Aber ich habe lieber den Bunker ein bisschen sicherer als... Oh, ist jetzt gerade alles nicht so schlau. Okay, warte mal. Also, 1, 2, 3, 4. Ne, Quatsch. 1, 2, 3, 4. Haben wir hier schon richtig. Und jetzt muss ich auf die Höhe. Jetzt muss ich noch zwei höher... Eigentlich muss ich drei höher. Warte mal, musste ich höher oder tiefer? Höher musste ich. Jetzt. Schlimm ist gleich schon wieder Nacht. Toll. Die Affen wieder aus ihren Löchern. Ich glaube, der stand höher, wenn ich mich richtig erinnere. Weil die versuchen ja unter einem zu stehen, das war das. Ne, da bauen wir hier. Gibt es eine Taste, womit man hier um die Ecken gehen kann? Das gibt's so nicht, ne? Das gibt's ja nicht. Uah. Da will ich schon lieber... Mist, es wird zu duster. Hoffentlich reißen die mir das nicht an. Okay. 20 Minuten noch, dann ist hier Ende. Und dann ist Tag 13 gleich. Jetzt geht der Tag wieder so schnell rum. Morgens geht immer so... Achso, ich habe ja den ganzen Tag gekloppt. Auf der alten Kiste, die sich überhaupt nicht gelohnt hat. Gut, meine Leute, meine Freunde, meine... Also, nicht vorhanden, also da ist ja keiner. Ah, mein Leben mit null Abos. Hast du mal ein Abo? Hm? Ich will nicht weinen. Ich habe hier trotzdem Spaß. Und ihr?